Ja, Leute, ich habe mich hier selbst noch mit reingeschaltet. Tag 3 der OCC Classic zur Klicks. Was jetzt kommt, ist spannend. Es geht endlich mal um Benzingespräche, aber nicht ganz. Es geht um Kerosingespräche. Und zwar mit einem Gastgeber, den ihr vielleicht kennen solltet aus dem letzten Jahr. Er war schon auf der Live-Bühne und hat sich ein paar Gäste eingeladen. Ich werde mal zuhören, ob ich noch was dazulernen kann über Sternmotoren in Flugzeugen. Und deswegen freue ich mich jetzt auf Christopher Guido Schöffisch. Super, Helge, vielen Dank. Also nachdem ich jetzt wirklich 12 Jahre lang mit klassischen Autos alles Mögliche richtig und falsch gemacht habe, habe ich irgendwann mal den Schluss gemacht. Also mich touchen jetzt gerade noch zwei Sachen. Entweder sind es wirkliche Vorkriegsklassiker oder Flugzeuge, am liebsten Warbirds oder auch andere Sachen. Deswegen haben wir in der Nähe von Berlin einen wunderbaren Oldtimer-Flugplatz, den Flugplatz Bienenfarm, www.oldtimer-flugplatz.de, wo ich super, super, super nette Leute kennengelernt habe, die klassische Flugzeuge haben, die mit klassischen Flugzeugen fliegen, die ähnlich wie wir mit den Oldtimern genauso damit verwachsen sind, auch ihre Familien dabei haben, ihre Ausfahrten haben, ihre Sachen haben. Und die möchte ich euch einfach mal vorstellen. Es ist ja eigentlich dasselbe, nur in der Luft. Ne? Wir haben irgendwann mal gesagt, wenn auf der Straße zu viel los ist, dann geht man erst aus Wasser. Da hänge ich noch fest mit V8-Booten. Wow. Und wer das auch hinter sich hat, der geht halt in die Luft. Und da bist du angekommen. Genau, da bin ich angekommen. Also ich habe die Corona-Chance genutzt, nachdem ich im letzten Jahr Wasser hatte, aber Wasser war dann doch nicht so mein Element, weil ich festgestellt habe, Osmose gibt es wirklich, das ist nicht nur ein Nein, ich erinnere Verkaufsargument. mich nicht an Osmose. Da gibt Osmose es gibt es wirklich. Also keine nachdem ich Luft meine dran. ersten E-Boote hatte aus den 70er Jahren, dachte ich mir, ja, wunderbar, von Oldtimer-Handel in den Klassik-Autoboothandel. Nein, Boote gehen wirklich unter nach 10 Minuten. Das war ganz toll. Also Boot ist nicht mehr meins. Dann dachte ich mir, da gehe ich lieber in die Luft. Da muss ich wenigstens nicht selber mitfliegen. Da kann ich nur darüber reden. Oder ich spreche mit Leuten, die wirklich gerne damit fliegen und ich rede dann mit denen darüber. Hast du Fluglizenz? Nee, noch nicht. Ich habe mich damals entschieden. Ich musste mich damals entscheiden. Entweder mache ich Rennsport und ich habe mich 1993 für eine Rennsportlizenz entschieden. Mit allen Sachen, Youngtimer Trophy, historischer Tourenwagen gehabt, diese ganzen Geschichten im Porsche 914-6. Und Daher ich habe. kenne ich dich eigentlich auch, aber das ist jetzt neu. Daher kennst du mich auch. Und wir kennen uns auch aus der gegenseitigen Beugehaft in Berlin-Kreuzberg bei der Motorräuber-Party. Ja, wer sich erinnert, war nicht dabei. Genau, so mit der 30 Kilo bei mir her. Du siehst ja immer noch gut aus. Na, zumindest. Nee, also Rennsport habe ich dann gemacht. Rennsport war gut, war auch schön, aber Flugzeuge haben mich immer schon getatscht. Ich habe immer schon die 1 zu 72er Matchbox Airfix Sachen gebaut. War immer schon das, was mein Herz wirklich entflammt hat, das, was ich immer haben wollte. Und dementsprechend habe ich jetzt endlich diesen Schritt gewagt, nachdem ich auf Facebook gesehen habe, hier macht die Bienenfarm, der Oldtimer Flugplatz macht einen neuen Hangar auf. Ich sage, lass uns das doch mal kombinieren, lass doch mal bitte 4, 5 schöne Klassiker mit reinstellen, Autos. Ihr macht die Flugzeuge und zusammen mischt es sich optimal zusammen. Wings and Wheels, sozusagen. Wings and Wheels als klassischen Begriff, genau. Ja. Das war schon mein Ding. Also seitdem ich das damals mal in Florida gesehen habe, 1999, war das so mein Ding. Das muss einfach sein. Entschuldigt bitte, Jungs, keine langweiligen Porsches mehr, keine geleckten Autos mehr, keine Matching-Lichtmaschinen mehr, keine Matching-Ventilkappen mehr, was ich die letzten 8 Jahre hatte, sondern wirklich nur noch Autos, die vom Herzen Spaß machen, die mir Spaß machen, mit Leuten, die wirklich locker sind. Und so einen habe ich nämlich bei mir, ist der Alexander. Den würde ich jetzt gerne mal dazu holen, weil der kann mit dem Ding wirklich fliegen, was hinter uns steht. Ja, da muss ich gleich mal sehen, was das ist. Alexander, guten Tag. Hallo. Kommt in die Kamera mal mit rein? Sieht man dich ja. Man sieht mich, glaube ich, oder? Sehr Ja, du schön. musst nur ein Stück zur Seite gehen, sonst kann ich den schönen Sternmotor nicht erkennen. Kann ich da rübergehen? Siebenzylinder. Siebenzylinder, genau. Also ich bin ganz kurz, meine Flugerfahrung begrenzt sich darauf, dass ich einmal mit dem Wasserflugzeug in Hamburg eine Runde gedreht habe. Eine englische Maschine, auch tatsächlich mit Sternmotor, hat mir einen Kopfhörer gegeben. Ich habe gesagt, was soll ich denn damit? Ich will den Motor hören. Und da habe ich mich mal ein bisschen damit beschäftigt, wie abenteuerlich eigentlich und wie genial so ein Sternmotor konstruiert ist. Aber ich saß noch nie am Steuer, aber da kannst du bestimmt mal erzählen, wie funktioniert das? Ganz kurz abgerissen für die Zuschauer. Und Motor oder ist mir wie ein Steuer? fliegt das? Wie fliegt das? Das ist handgemachtes Fliegen. Das ist tatsächlich die Maschine, die wir hinter uns sehen, ist Baujahr 41. Und diese Flugzeuge wurden dazu verwendet, aus Fußgängern Piloten zu machen in den 40er Jahren. Und da ist tatsächlich alles, ja, ganz basic die Technik. Das ist nur Steuer, Seile, Stangen. Man bewegt was am Knüppel, da sind ein paar Gelenke dazwischen, dann bewegt sich ein Ruder. Wenn die Luft am Ruder flattert, dann flattert auch der Knüppel. Das ist so wie Autofahren mit unsynchronisiertem Getriebe, ohne Servolenkung, ohne Elektronik und ja, Also pures. Vorkriegsautos und Nachkriegsflugzeuge sind
zu vergleichen. Vom Händler. Genau. Ja. Und du hast eine Fluglizenz, nehme ich an. Die habe ich, genau. Weil Christopher hat zwar eine Fliegerjacke an, aber vielleicht sitzt er ja nach hinten mit dem MG in der Kanzel. Ist das ein Zweisitzer? Das sind Zweisitzer, genau. Das waren, wie gesagt, Ausbildungsflugzeuge damals. Und da muss er dann zu dem Flugschüler noch einen Fluglehrer mit reinpassen. Das heißt, es hat zwei Cockpits, beide komplett ausgestattet, damit beide auch fliegen können. Und man sitzt dann eben drin und der Fluglehrer ist dabei. Und wenn was passiert, dann kann der eingreifen. Solange, dass man fit genug ist, auch alleine zu fliegen, dann übt man eine Weile alleine. Und wenn man dann mit der Kiste richtig gut fliegen kann, auch Kunstflug kann und so weiter, dann geht es eben auf das nächste Flugzeug, um die Ausbildung praktisch weitergehen zu lassen. Und dann kommt komplexere Sachen mit Einziehfahrwerk, Verstellpropeller, Landeklappe und so weiter. Das hier ist ganz basic. Nichts dran, was man nicht wirklich zum Fliegen braucht. Ja, Christopher sagt ja, für ihn ist klar, so Oldtimerei lange genug gemacht. Jetzt geht es in die Luft. Der Zugang ist ja nicht ganz so einfach. Da muss man schon überzeugt sein, so da will ich jetzt rein. Wie geht das, wenn ich jetzt sage, mir reicht es hier auf der Straße mit den ganzen luftgekühlten Sechszylindern. Ich will jetzt mal fliegen und ich brauche so einen verdammten Flieger, beziehungsweise ich klinke mich irgendwo mit rein, schraube da dran rum und mach eine Flugschule. Wie geht ein Flugschein? Wie geht das? An sich braucht man erstmal einfach nur den Willen, es zu tun. Also ich bin nicht nur hier für den Flugplatz Bienenfarm, den wir gerade seit ein paar Jahren zum Oldtimer-Stützpunkt ausbauen, parat, sondern ich bin auch seit vielen, vielen Jahren Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit im Quax-Verein. Und Quax, der Verein, ist, wir sind jetzt 15 Jahre am Start und mittlerweile 700 Mitglieder und wir sind so in Deutschland angetreten, um das Thema Oldtimer-Fliegerei auch so ein bisschen aus dieser elitären Ecke rauszuholen, wo irgendwelche reichen Leute sich ein Spielzeug unter Ausschluss der Öffentlichkeit hinstellen. Was wir machen wollen, ist halt wirklich, dass alle mitspielen dürfen, die Lust drauf haben. Also sich im Museum an der Scheibe die Nase platt drücken, die dürfen da bei uns mitspielen und können Mitglied werden und mitgucken, mitmachen, auch mitfliegen. Und wir haben viele Piloten, die Pilotenscheine haben, die gerne Oldtimer fliegen wollen. Die können dann bei uns eine spezielle Ausbildung durchlaufen und dürfen dann auch auf den Vereinsmaschinen Oldtimer fliegen. Wir haben viele Leute, die selber sind Oldtimer betreiben wollen, so wie mich zum Beispiel. Ich habe auch eben so einen Doppeldecker hier. Das könnte ich alleine nicht. Also da hängt so viel Know-how dran, aus so vielen verschiedenen Ecken, von der Technik über das Fliegerische bis hin zur Ersatzteilversorgung. Das geht halt nur in der Community und die bieten wir als Quax eben, dass man im Verbund mit allen, die da eben dranhängen, sich gegenseitig hilft und die alten Schätzchen in der Luft hält. Und der allergrößte Teil der Leute, die bei uns Mitglied sind, sind tatsächlich die Förderer, die gar keinen Pilotenschein haben, aber einfach dieses Thema spannend finden, mitmachen. Und wer sich dann eben tut und dabei ist und auch mal mithilft und so weiter, der wird dann auch immer gerne mal mitgenommen. Und ich habe immer wieder das Erlebnis, dass gerade Leute, die noch nicht in der Luft waren mit so einer alten Kiste, die steigen halt wieder aus und grinsen noch zwei Wochen lang. Ja, ich habe vorhin schon erzählt, ich bin mal mit einem Sternmotor mit einem Wasserflugzeug in Hamburg geflogen. Das ist ja leider irgendwann abgestürzt. Das ist schon eine geile Erfahrung. So. Und ich glaube, wenn man das halt so abgeleckt hat, Steve McQueen ist ja so ein Beispiel, ne? Der ist ja auch Rennfahrer und Motorrad und dann auf einmal, jetzt reicht's mir, ich gehe in die Luft und hat sich auch mit Flugzeugen beschäftigt. Der ist aber auch tatsächlich mit das Thema geflogen. Ja? Ja, genau. Also er hat tatsächlich sich, ist ganz viel Steerman geflogen. Ja, okay. Wo ich Steerman, das wir hinter uns stehen haben. Also man könnte jetzt Angst haben, dass das Ding abstürzt, aber von 1941 bis heute steht ja immer noch da, ist anscheinend nichts passiert. Gut erprobt. Nein, die Dinger sind wirklich sicher, da ist alles doppelt und dreifach und auch sonst in der Fliegerei ist das so, dass alles doppelt und dreifach gecheckt wird. Alles also auch bei Oldtimern. Also ist jetzt nicht so. Also wir machen das nach den Standards, wie es auch sonst gemacht wird. Und wenn da jemand an so einem Flugzeug schraubt, dann hat er eine Lizenz. Die meisten, die dann eben hier ehrenamtlich bei uns an den alten Flugzeugen schrauben, um sie am Leben zu erhalten, die schrauben im normalen Job und Beruf irgendwo bei der Lufthansa und machen einen Stempel drauf, dass ein Airbus fliegen gehen darf. Ja gut, die sind natürlich dann mit Qualitätsstandards aufgewachsen. Also nicht hier Kiste Bier in die Schrauberhalle, ich fummel mal was zusammen und drehe noch eine Runde. Die Leute, die hier schrauben, die machen das im Hauptberuf auch. Die Leute, die es dann prüfen, das sind dann zum Beispiel Leute, die bei Boeing oder Airbus Ingenieure sind, die am Ende wieder sagen, okay, darf auch, das ist so ein Vier-Augen-Prinzip, wenn irgendjemand schraubt, selbst wenn er die Lizenz hat zu stempeln, dann tut er das nicht, sondern jemand anderes kommt und schaut es sich nochmal an und stempelt dann. Dass eben immer noch mal jemand mit drauf schaut. Und auch von der fliegerischen Seite ist das Gleiche. Wir haben ganz viele Leute, die eben bei
Oh, jetzt hakt euer Bild. Bravo. Ja. Hören wir uns wieder? Ja, da seid ihr. Ja. Wenn man halt dann einen Fluglehrer hat, der einem irgendwie das Fliegen auf so einer alten Kiste zeigt, der vorher 2000 Stunden im Tornado Überschall geflogen ist, da hat man halt auch einen Lehrer, der weiß, wie es geht. Ja, da braucht man ja eigentlich auch keine Angst mehr haben. Oder Starfighter-Piloten, wenn du so einen kriegst, ne? Okay, kenne ich auch ein paar. Nee, also auch schon Angst ist sowieso kein guter Begleiter. Wenn man Angst hat, sollte man es bleiben lassen. Respekt ist gut, Angst braucht man nicht haben. Ja, das ist ja wie im Autosport. Beschäftigt, umso weniger muss man auch Angst haben, weil es halt wirklich, wenn man das in den Limits betreibt und keinen Blödsinn macht, ist es alles völlig safe. Genauso wie beim Autofahren. Wenn ich es in den Limits betreibe, ist es völlig safe. Wenn ich auf einmal mit überhöhter Geschwindigkeit auf einer vereisten Fahrbahn rumkurve im Gebirge, dann wird es auch gefährlich. Ist hier genau das Gleiche. Nee, die Angst ist, glaube ich, gar nicht da. Also bei mir auch nicht, weil ich irgendwie denke, wenn ich im Flieger sitze und der ist geprüft, ist das was anderes, als wenn ich im Rennsport mit 25 anderen Halbwahnsinnigen im Kreis fahre. Hier kann ich ja noch ein bisschen autark durch die Gegend gondeln und ich glaube, das sind auch Gleiter, ne? Also wenn ein Motor ausfallen würde, ist ja noch nicht alles verloren. Nein, überhaupt gar nicht. Die Dinger fliegen auf jeden Fall erstmal weiter. Und das ist auch eine Sache, die man in der Ausbildung wirklich viel übt, sind die Notverfahren. Also der größte Teil der Ausbildung ist Notverfahren üben. Und wenn der Motor ausgeht, dann sucht man sich eben einen geeigneten Acker und landet da. Ich bin bei Robinson 22 Hubschrauber geflogen. Da hat er gesagt, soll ich mal den Motor ausmachen? Dann geht er ja in Autorotation. Genau. Passieren. Ich habe gesagt, nee, lass mal lieber. Ich brauche, wenn, Tragflächen. Da weiß man, dass da ein bisschen was geht. Aber finde ich eine spannende Nummer, die ihr da macht. Muss ich mir mal angucken. Ja, auf jeden Fall gerne vorbeikommen. Wir sind hier, wie gesagt, westlich von Berlin. Bei Nauen ist das ein kleiner Sportflugplatz. Wir sind ein bisschen draußen, so 30 Kilometer vor der Stadt. Braucht man auch, weil drumherum muss halt Platz sein. Sonst stört man zu viele Leute. Ein bisschen knattern tut es ja auch, macht ja einen schönen Ton, der Oldtimer und die alten Sternmotoren. Aber man hört das sofort, auch wenn die alte U irgendwie über Hamburg geflogen ist. Das ist halt, die hat halt auch drei Pratt & Whitney 9-Zylinder jetzt drauf und der Sound von drei so Motoren, das ist halt was ganz Besonderes. Den hat man sonst nicht, das unterscheidet sich einfach von dem, ja, von dem Umgeknattere der modernen Joghurtbecher, die sonst so durch die Gegend fliegen. Ja, die ganzen Cessnas und so. Ja, da legen sich die Leute auch gleich hin, wenn so ein Sternmotor am Himmel aufkommt. Also die Älteren. Da ist in den Genen noch drin, haben sie irgendwann mal gelernt und machen natürlich immer noch weiter. Also wie gesagt, es ist eine ganz tolle Fläche hier mit einem schönen Restaurant. Wir planen auch gemeinsam wirklich charmante Oldtimer-Treffen hier zu machen, jetzt nicht mit super High-Details, sondern wirklich, wie es halt damals so war, so ein Meet-and-Greet. Wie in den USA einfach, man kommt am Sonntag her, man hat ein tolles Restaurant, ein schönes Café dabei, man kann sich die Flugzeuge anschauen. Hier wird ein Museum gemacht, richtig? Genau, wir machen hier eine kleine Ausstellung. Also wir haben hier so 20, 25 Oldtimer, alle so 70 Jahre und älter. Kunterbunt alles Mögliche dabei, vom eben offenen Doppeldecker bis zu Hightech-Militärtrainern aus der Zeit, Reisemaschinen, Segelflugzeuge, alles kunterbunt dabei. Ein super schönes Wasserflugzeug aus Italien, glaube ich, ist das. Genau, ein unglaublich schön. Ein wahnsinniges Design. Schönes, auch exotisches Modell. Ja. Gibt es nicht so viele von. Tatsächlich ist bei der Fliegerei auch so, dass es mehr Flugzeuge gibt, die tatsächlich selten sind. Also wir haben ja auch zwei Flugzeuge, von denen halt weltweit noch 12 Stück fliegen und zwei davon stehen hier. Okay. Und das ist dann, die Briten sagen das immer so nett, weil man dann, wir haben ganz viel Kontakt mit zu der britischen Oldtimer-Szene. Und wenn wir dann drüben sind und uns irgendwie dann in der Werkstatt bei denen unterhalten und man fragt, naja, wie viel gibt es denn davon noch? Und dann kommt so, less than two. Und dann, britische anders. Ja, die Engländer sind ja sowieso da ganz weit vorne. Die haben ja auch noch echte Spitfires, glaube ich. Ne? Also genau. Ich war mal irgendwo in England auf so einem Hangar, wo die auch wirklich so einen historischen Verein hatten. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Das war ein Flughafen. Von da sind die damals mit den Alliierten nach Deutschland losgeflogen. Ja. Und das feiern die ja heute noch, dass sie uns bombardiert haben da drüben, die Spinnen. nee, da habe ich auch schöne alte Flugzeuge gesehen. Wenn man sich jetzt so ein Flugzeug beschaffen will, wir springen jetzt gleich mal alles andere. Ja. Und man taucht in die Szene ein, da kennt sich wahrscheinlich auch jeder. Ne? Werden da Flugzeuge auf dem Markt geschossen oder läuft das alles unter der Hand? Also wer Lust hat, wirklich Oldtimer-Fliegen zu machen, der sollte auf jeden Fall erstmal zum Beispiel hier bei uns vorbeikommen oder eben auf einem anderen Oldtimer-Platz, wo viele Oldtimer sind. Aber wir sind mit Quax eben eine ganz gute Anlaufstelle. Und sind hört auch sich ein bisschen an wie Quax, ne?
Max Bruchpilot. Hört sich genau, da kommt, das war der Spaß, als wir den Namen des Vereins gegründet haben. Das Ganze ist auch eingeschlagen, hatten wir selbst nicht mitgerechnet. Wir haben vor 15 Jahren mit 7 Mann diesen Verein gegründet, so nach dem Motto, wir wollen einen Oldtimer zusammen kaufen, komm, lass uns einen Verein gründen. Hatten so den Traum, vielleicht haben wir irgendwann mal 30 Mitglieder und 2 Flugzeuge und ein Jahr später waren es dann schon 100 Mitglieder und 14 Flugzeuge, so nach dem Motto. Also es ist, wir repräsentieren auch, wir haben halt Vereinsflugzeuge, die dem Verein tatsächlich gehören, rund 20 Stück. Und dann haben wir ganz viele Flugzeuge, die den Vereinsmitgliedern gehören, die also durch den Verein vertreten werden. Und wir vertreten faktisch so fast die Hälfte der Oldtimer-Szene in Deutschland. Also wir repräsentieren so 80 Flugzeuge oder sowas, wenn man die vereinseigenen und die Mitgliedsflugzeuge zusammenzählt. Werden die genauso behandelt im Flugverkehr, die Oldtimer, wie andere? Oder gibt es da auch irgendwelche Sonder... Nein, das ist ein Flugzeug, das ist ein Flugzeug. Und wenn ich Flugzeug auf dem Verkehrsflughafen landen will, dann melde ich mich beim Tower und lande da. Und dann werde ich mit dem Aufkreuz. In der großen Windschleppe. Da sollte man ein bisschen Abstand halten, aber okay. Das macht der Tower dann. Okay. Nee, aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn man wirklich Oldtimer-Fliegerei machen will, dann sollte man da erstmal vorbeischauen, sollte ein bisschen reinschnuppen, sollte mal mitfliegen. Dann macht es Sinn, einen Flugschein zu machen, logisch. Den macht man am besten bei einer Flugschule, die auch auf alten Flugzeugen, wo man auf alten Flugzeugen lernen kann. Gibt es tatsächlich die eine oder andere Flugschule, wo man eben nicht auf einer modernen Cessna lernt, sondern auf so einem alten Flugzeug mit dem Spornrad hinten, dem kleinen Rad. Das ist ein bisschen diffiziler. Wenn man das von vornherein richtig lernt, dann kann man das danach auch. Und wenn man dann den Flugschein hat, dann muss man eben üben. Ist halt ein Handwerk. Ja? Das heißt, man muss sich darum kümmern, am Ball zu bleiben, zu machen. Auch die Technik kennenlernen ist im Prinzip das gleiche wie bei den Autos. Ich muss halt auch Systemkenntnis haben. Ich muss wissen, wie das alles funktioniert. Ich muss wissen, was wofür da ist. Und so wächst man dann rein. Und wenn man so ein bisschen für sich rausgefunden hat, was man möchte, was man will, dann unterstützen wir als Verein, kennen wir halt auch alle Leute und so weiter. Und dann kristallisiert sich raus, ich hätte gern sowas und ich hätte gern sowas, eine schnelle Reisemaschine, Advanced Trainer, irgendwas Schnelles oder was Langsames, ein Doppeldecker, was Offenes, was Geschlossenes. Und dann sucht man so das richtige Flugzeug für sich aus und dann gucken wir auch, wo wir es herbekommen. Dann haben wir die Kontakte in den USA und die Kontakte in Europa, wo man dann auch rumschaut auf dem Markt, wo sind gute Stücke, die man eben auch wirklich holen kann. Ist ja eine spannende Geschichte. Ein Freund von mir, der eigentlich auch aus der Vorkriegs-Oldtimer-Szene kommt, der hat einen Me-109-Motor aufgetrieben. Ja. Und da sagte Herbert, heißt er, glaube ich, vom Sinsheim-Museum, hast einen Me-109-Motor, dafür würden andere Menschen töten. Und dann hat er mir einen Motorblock angeguckt, wo das MG durch den Motorblock... Durch die Kurbelwelle geht das, genau. Durch die Kurbelwelle schießen kann, damit der Schwerpunkt von dem Flieger im Kampfeinsatz halt... besser ist. Habt ihr so ein Flugzeug schon mal gehört oder gesehen, in echt? Ja, na klar, gesehen, gehört, auch drin gesessen, aber nicht geflogen leider. Aber wir kriegen doch beim nächsten Treffen, kriegen wir doch auch eine Muster. Genau, also beim B-51 kommt doch US-Treffen hier. Wir haben immer verschiedene Treffen. Also wir haben im Anfang Mai, wenn wir das denn mit unserem Hygienekonzept noch durchkriegen, haben wir ein Ostblock-Treffen. Da kommen sowohl Ostflugzeuge als auch Ostautos. Und da haben wir zum Beispiel auch eine Jag 9 dabei. Das ist halt dann so ein 1500 PS Jagdflugzeug wirklich, das auch im Zweifel 700 km/h fliegt. 2 Monate später zum Thema in Trends, amerikanisches Wochenende, genau das gleiche Konzept, nur andere Himmelsrichtung. Da haben wir auch diverse große Maschinen dabei, auch zweimotorige mit 2x600 PS dran und so weiter. Und eben auch Jagdflugzeuge wie P51 Mustang, wo 1600, 1700 PS, wenn die hier drüber pfeift, da passiert schon was. Aus dem Drexler-Sport kennt man ja Lachgas und ich habe mal irgendwann recherchiert, dass im Zweiten Weltkrieg Lachgaseinspritzung getestet wurde, damit die Sturzkampfbomber beim Hochfliegen noch mehr Schub haben. Lachgas, Wasser und alles Mögliche haben die da eingespritzt. Macht man heute nicht mehr, weil es doch erheblich auf die Lebensdauer der Motoren geht. Aber fliegen die noch? Gibt es dafür Teile? Wo kriegt man sowas her? Ja, es gibt viele Teile, gibt es tatsächlich noch und dann wird halt auch, Verschleißteile werden halt nachgefertigt tatsächlich. Das ist alles ein bisschen aufwendig, weil es zertifiziert werden muss. Das heißt, es muss von zertifizierten Betrieben nachgefertigt werden, luftfahrtzertifiziert. Ja. Also das Problem ist immer, jede Schraube, die da drin steckt in so einem Flieger, darf fliegen und ist deswegen viermal so teuer wie eine normale Schraube. Ja. Dafür hat sich aber irgendjemand darum gekümmert, dass sie auch genau das macht, was sie soll. Okay, super. Eine Sekunde, wa? Genau. Jetzt war was anderes. Jetzt war direkt.
So, aber höchstwahrscheinlich hören uns ja noch die Leute. Wir machen gleich nochmal einen Einspieler, damit praktisch die Stehmann über uns rüberfliegt, wenn der Einspieler mal gemacht werden könnte. Und dann wechseln wir danach. Ich könnte noch stundenlang weitersprechen darüber, aber wir haben noch ein paar Autofreunde hier, die auch nochmal ihre Sachen, aber am besten mal wirklich zu den Treffen vorbeikommen, oder Alex? Genau. Mai, Juni, also ist wirklich, das ist extrem locker hier, ist extrem schön hier, ein ganz toller. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, weil irgendwann ist bei Auto ja. Du bist ja nah dran, du bist doch nah dran auch von Hamburg. Das ist ja nur wirklich 2 Stunden hierher. Ja. Die alte Transitstrecke B5. Die unsere Eltern damals noch gefahren sind. Einfach auf unserer Homepage schauen, da steht alles drauf. Ja. Oldtimerflugplatz.de. Super. So. Okay. Genau, dann würde ich mich an dieser Stelle quasi einmal zwischenschalten und gerne mal den Einspieler dann abspielen. Das ist klasse, genau, dann haben wir den kurz dabei. Genau. Dass man was hört, mal was sieht. Einen Moment. So, ist es sichtbar? Ich sehe noch nichts. Das ist komisch. Dann machen wir mit dem Einspieler später weiter, sondern bringen jetzt mal Flugzeug. Jetzt? Sichtbar? Fahrt Nummer 1. Sichtbar ist es. Sichtbar ist es. Start ihn einfach mal. Ja. Da kommt einer. Das ist doch euer Flugzeug im Hintergrund, oder? Genau, das ist die Steelman, das ist die Boeing Steelman. Da ist mein Geschäftspartner mitgeflogen. Ich bin im Moment ein bisschen schwer dazu, also maximal 110 Kilo. Und der ist dann mitgeflogen und war danach vollkommen begeistert. Die Geschwindigkeit kommt jetzt natürlich nicht so richtig rüber, wie bei keinem Video, wie beim Rennauto, wo du auch immer denkst, ja, fahrt ihr auch schnell damit? Ich sage, ja, es sieht nur auf dem Video so merkwürdig aus. Und du hast eben Boeing gesagt, ist die von Boeing, die Maschine? Genau, ist von Boeing. Also, das ist, also hier zuerst von Steelman gebaut. Steelman wurde dann von Boeing übernommen. Ja. Dann wurde es eine Boeing Steerman halt, als diese Rüstungsaufträge losgingen, die davon ganz viel gebaut hat. Wie gesagt, Trainerstufe 2. Ja. Und dementsprechend ging es dann immer weiter. So, jetzt machen wir mal weiter mit unserem Freund Karl Christian. Der wird jetzt freigeschaltet von euch. Da kommt ein super Autofreund von uns, das ist der Wolfgang. Wolfgang ist ein wahnsinniger Typ. Wolfgang kauft am liebsten Autos auf irgendwelchen Optionen. Und da kauft er immer so Sachen, die das Herz erfreuen. Jetzt hat er einen Range Rover dabei. Und der kommt jetzt hier mal angefahren. Mal gucken, mal sehen. Das ist ein Range Rover, der war vorher im Einsatz bei der finnischen Grenzpolizei, praktisch auf der Grenze Russland-Finnland. Deswegen ja, kann man ein bisschen was darüber. Genau. Die Kamera, die muss mal gedreht werden. Genau, die Kamera ist im falschen Format. Ist noch im Sturzflug. Ah, jetzt. Genau. Hey Wolfgang, grüß dich. Hallo Guido. Schön. So, erzähl uns mal, ich habe gerade schon erzählt, du hast immer Autos, obwohl du als Journalist immer eingeladen bist zu den schönen Sachen, du hast immer Autos, die kein anderer haben möchte, die du irgendwo ersteigerst. Erzähl uns jetzt mal dazu bitte irgendwas. Ja, in der Tat, meine Oldtimer müssen immer irgendwas Besonderes haben. Und das Besondere bei dem Fahrzeug, dass es ein Range Rover ist, weil Land Rover militärisch genutzt, gab es viele. Range Rover gibt es nur sehr wenige, unter anderem bei den Finnen. Und dieses Fahrzeug kommt vom finnischen Militär und die haben damit die russische Grenze bewacht, sind da immer rauf und ab gefahren. Über 32 Jahre, 366.000 Kilometer abgespult und ja, seit Weihnachten, seit dem 23. Dezember ist er bei mir. Und die Berliner Behörden haben mal funktioniert. Innerhalb von knapp 2 Wochen war er in Berlin als Oldtimer zugelassen, akzeptiert und seit dem 6. Januar fährt er in Berlin auf der Straße. Erzähl mal bitte, wo hast du den gekauft und wo hast du den gekauft? Den habe ich quasi direkt in Finnland gekauft. Wow. Und dann kam man dann eben im Transporter hierher und war auch ein Online-Kauf und reiner Zufall. Eigentlich wollte ich einen Defender V8 haben, ein Pickup. Der war aber war in Elmshorn, kurz vor der Nase weggeschnappt. Und wie es halt manchmal so ist, da war das Schicksal und hat uns dann zusammengeschickt. Ja, ich finde das ja sehr beruhigend, dass es überall mit Leuten, mit denen ich spreche, so ist. Ich habe eigentlich das gesucht, aber auf einmal kam mir das in die Quere. Das ist ja immer dieselbe Geschichte. Und am Ende kauft man ja auch eine Geschichte und einen Zustand und nicht das Modell oder die Farbe oder was auch immer. Ja. Und wird die Geschichte jetzt weitergeschrieben? Hast du irgendeine Grenzpatrouille noch zwischen Ex-Ost und West? Oder salutieren dann noch Leute? Grüßen da irgendwelche Ex-Stasi-Mitarbeiter? Nein, das ist...
das ist noch nicht passiert. Und aber in der Tat ist ja quasi für den Osten Deutschlands gedacht, weil da ist mein Jagdrevier. Und das ist also mein Jagdfahrzeug jetzt. Und wird halt gut getarnt dann unter Holz stehen und auch das Wildschwein machen. Ja gut, also wenn das kein Jagdwagen ist, dann weiß ich auch nicht. Hat er denn schon Einschusslöcher noch aus der damaligen Zeit? Nein. Hat jede Menge Löcher, aber mehr so Rostlöcher. Ja, das ist klar. Ja, ja, das ist ja. Der hat den 8-Zylinder, den 3,9 Liter. Also es ist ein Modell 90, Baujahr 89. Und das ist der klassische 3,9 Liter mit 182 PS. Schön. Die Luftausstattung übrigens fürs Militär auch ungewöhnlich, weil das ist der Vogue SEI. Und normalerweise sind die Defender, die mit Ursprung nutzen, ja sehr, sehr spartanisch ausgestattet. Und hier ist Lederausstattung und elektrische Fensterheber und was man nicht alles braucht. Naja, aber bei der Kilometerleistung, ich meine, die Grenzer, die haben da ja auch Meilen abgerissen. Da müssen die ja, die können ja nicht irgendwie halb kaputt aussteigen. Die müssen das ja war nicht. Übrigens mein großer Gedanke. Was ist eigentlich mit einem Fahrzeug, das in Finnland 32 Jahre lang fährt? Weil da ist eine Höchstgeschwindigkeit von 100 irgendwie erlaubt und an der Grenze sowieso weniger. Das heißt, der fuhr diese ganzen 100.000 Kilometer langsam im Prinzip. Und deswegen habe ich am letzten Wochenende, also Anfang der Woche, mal nach München getreten, hin und zurück, Tempo 150, 170, 1.200 Kilometer, einwandfrei. Null Probleme. Nichts auseinandergeflogen. Nichts auseinandergeflogen, alles heil. Ja, kennt man ja manchmal so von so Rennfahrzeugen, die nie den Drehzahlmesser über 3.000 bewegt haben. Da muss man ja ganz behutsam. Wenn ich 2 Wochen auf dem Sofa liege, kann ich auch nicht gleich um die Alster laufen. Aber nee, schöne Sache. Wird sozusagen historisch jetzt weiter bewegt. Genau, ja. Bis das der Tod entscheidet. Oder der TÜV. Wollen wir den anderen reinholen? Ja. Sehr schön. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ja, gerne. Also dann gebe ich wieder an Guido. Wenn du bleibst, dann bleib ich noch hier. Okay. Bleibst noch kurz hier, weil es ein spannendes Thema mit dir. Weil es geht ja gerade auch in dieser Frage, muss es denn immer super original sein oder können wir auch mal jetzt auch als erwachsene Leute irgendwie improvisieren? Weil ich habe immer das Gefühl, dass in den ganzen Oldtimers-Clubs, wenn da so jüngere Leute dabei sind, die werden immer dafür fertig gemacht, dass sie ihre Umbaut machen. Aber wir beide als Mit-50er, wir machen das ja auch, oder? Ja, selbstverständlich. Also ich habe ja, wie du weißt, eine Ölklappe auch, die zum RS umgebaut wurde. Richtig, wo du zum Glück die falschen Aufkleber entfernt hast. Genau, da war noch auf dem Galf, also das Galf-Blau mit Galf-Aufklebern. Hinten war Castrol. Finde ich dann immer ganz passend. Hat Gino dann gemerkt. Hasse sowas, wenn so mehrere Sponsoren auf einem Auto sind. Ja. Nee, und hat auch eine 3-Liter-Maschine drin, was ja im Jahr 72 auch noch nicht vorgesehen war. Der kam ja erst 75, der 3-Liter-Motor. Weil er aber 75 kam, hat der TÜV gesagt, okay, kriegst trotzdem eine Oldtimer-Zulassung, weil es eben zeitgemäß ist. Aber das ist ja sowieso so ein bescheuertes Thema. Glücklicherweise sind diese ganzen Youngtimer, die ja zu Rallye-Wagen umgebaut wurden, das wird ja langsam akzeptiert. So, und die im Rennsport ist es natürlich auch so, wenn jetzt ein 911er von Björn Waldegard restauriert wird, original, dann war das ja auch ein Auto, was irgendjemand auseinandergerissen hat und umgebaut hat. Also ich finde, wenn das im historischen Kontext ist, dann sollen die mal alle den Ball flach halten mit ihren Matching Numbers. Das ist ja wie beim Hot Rodding. Denn das ist ja, das Thema ist ja selber bauen, umbauen. Und dein Range Rover ist ja auch ein Beispiel. Also der ist ja auch modifiziert für den Einsatz, also ist das historisch und nicht, was hast du da für Gitter vor die Lampen geschraubt, das muss sofort runter. Ist ja Blödsinn. Erlaubt uns halt, was gefällt, muss man einfach auch mal so sagen. Ja, Kinder, lasst leben und leben lassen, alles gut. Ja. Okay. Gut. Habe ich die Kamera schief? Kamera schief jetzt bei mir? Nein. Ah, jetzt. Alles klar. Nein, ist gut. Mein Kopf war schief. Ja, das lag nicht an der Kamera. So, jetzt habe ich noch einen anderen spannenden Freund hier. Vielen Dank, Wolfgang. Ich habe einen anderen. So, mit dem möchte ich mich auch mal darüber unterhalten. Wir haben jetzt eine relativ starke Motorradszene in Berlin. Moment, wir lassen erstmal wegfahren. Wir lassen erstmal den 8-Zylinder wegfahren. Wir lassen erstmal wegfahren. Okay. Ich habe einen relativ guten Freund hier. Dem ist auch bekannt. Und Ulf. Ulf macht die schöne. Was soll das denn jetzt? Ja, ihr kennt euch auch. Mensch, Ulf. Ulf ist immer so mein Lieblings-Sparringspartner. Es geht jetzt darum,
Der sagt immer zu mir, ich soll mehr spielen, ich soll mehr Sachen machen, die mir Spaß machen und nicht Sachen, die man nur verkaufen kann. Und dazu gehören auch Motorräder. Ulf baut, glaube ich, jedes Motorrad auf, wo er eigentlich selber viel zu schwer für ist, aber trotzdem baut er die gerne auf und fährt damit. Sollte er Harley fahren, fahrt er komischerweise am liebsten Triumph. Das machst du ja nicht, er fährt ja am liebsten Sachen, die schwerer sind, die leichter sind als sein Oberschenkel. Irgendwelche kleinen, schönen, schnuffligen Sachen. Wie siehst du nun die Motorradszene in Berlin? Naja, eigentlich ganz spannend, weil wir haben so eine Art, ich will jetzt nicht anfangen von Subkultur zu sprechen, aber Berlin-Städte haben immer das Platzproblem und da fährt man halt am liebsten im Zweirad irgendwie den Autos achten drumherum und ich glaube, das ist so ein Thema, dass Motorrad in Berlin halt wieder eine Renaissance erlebt. Wir haben es in Paris erlebt, da gab es dann genug verrückte Typen, die halt Motorräder im Bratstyle, also einfach mal schnell zusammengeschossen haben, irgendwelche wilden Sachen draus gemacht haben. Was, glaube ich, schön ist, ist, dass es eine junge Szene ist, es lebt von wirklich jungen Leuten. Ja. Da bin ich, glaube ich, mit 42 Jahren schon fast mit einer der Ältesten. Mittlerweile. Ja, furchtbar. Aber das ist halt das Coole daran. Und da hat sich so eine Stadtentwicklung tatsächlich getan. Die Leute schrauben in Communities zusammen, ja, in Garagen zusammen, tun sich. Jetzt ist ein Motorrad natürlich wesentlich überschaubarer als ein Oldtimer, sagen wir, als ein großes Auto, wie auch immer. Und was das Spannende dabei ist, dass die sich meistens halt an Motorrädern vergehen. Und das sage ich mit aller Liebe, die halt wirklich alte Kisten sind. Also da können Jungs, ältere Herrschaften oft nicht verstehen. Da werden BMW 75-5 auseinandergenommen sind wir doch da? Ja, wir sind noch da, oder? Ja, wir sind noch da. Da werden eben, wie gesagt, BMW 75-5 auseinandergenommen und dann gibt es einen Heidenspaß daran, die in einem neuen Design, in einem neuen Kontext erstrahlen zu lassen und ich glaube, das ist wirklich das Spannende. Also ich sage halt mal zu den Älteren, die da manchmal vielleicht ein bisschen pikiert drüber gucken, sage ich mal, Jungs, ihr wart damals auch verrückt genug, ihr habt Feuerlöcher genommen, habt da irgendwelche Trompeten draus gebaut, seid um die Kurve gefahren, habt euch gefreut, wenn es Funken geschmissen hat und heute machen die Leute teilweise, also die haben Gold in den Fingern, ich erlebe 25-Jährige, die Alu-Sachen schweißen, ganz verrückte Schichten, Auspuffanlagen, alles. Also da ist handwerklich alles da. Und dann kommt das Ding dazu, dass die halt im Netz auch noch pfiffig sind. Und dann stellen die das alles geil zusammengeschnitten auch noch ins Netz. Da entstehen tolle Bilder. Und die Sache findet so ihren Weg nach draußen. Coole Sache. Ich finde es so, wie die Oldtimer-Szene in den 80er Jahren ist. Diese Youngtimers, du fängst so an, ich fängst noch zu klein. Ja, bei den Youngtimern war das tatsächlich so. Da gab es ja auch noch mehr Garagen, die Autos waren günstiger. Dankeschön. Und was Ulf sagt, ne, hier urbane Parkplatzprobleme, ein Motorrad kann ich mal eben nebenbei machen. Aber eine Auto-Community, da brauchst du halt auch wieder viel, viel mehr Platz. Also die Berlin hat nicht so viel Nachwuchs wie die Motorräder. Ja. Ja. Ulf, was fährst du gerade? Tatsächlich bin ich jetzt mal über eine Harley gestolpert. Nein. Ich hatte eine Shuffle von 1973 und ich muss ehrlich gestehen, also Asche auf mein Haupt, aber ich habe noch so Probleme mit dem Harley-Nimbus. Ich glaube immer, das ist so eine bestimmte Community, die Harley fährt und ich sah mich darauf nie figurlich, passte im Moment super. Ich glaube, ich gebe dem Ding so eine Ergänzung aus amerikanischem Stahl, gefühlt eine Tonne. Wenn du das Ding wegschieben willst, dann denkst du so, Alter, die Reifen sind platt. Tatsächlich, mein absoluter Liebling ist eine Triumph 6T Thunderbird. Also das Ding, mit dem damals der gute alte Marlon Brando in The Wild Man gebracht ist, dass mir der Pokal vorne auf der Scheibe fehlt. Ach, hör mal, da fährst du doch irgendwelchen Idealen hinterher, die du gar nicht erreichen kannst. Du, ja, das ist eine Herausforderung, mein Lieber. Aber zum Thema Harley, ich hatte mal eine 1200er Sportster. Ich habe auch gemerkt, ich bin nicht so ein Harley-Typ, aber die Harley kann ja nichts dafür, dass da so viele MC-Kofferscheibe-Harley-Typen mit rumfahren. Und im Prinzip sind die coolen Harleys ja nach wie vor da, nur nicht auf so Monster-Treffen. Also ich glaube, man kann so einer Maschine mal eine Chance geben. Muss ja nicht gleich eine doppelt so teure Indien sein. Aber nee, so 70er-Jahre Harley bin ich auch schon dabei. So eine leicht umgebaute Chopper, warum nicht? Also ich habe tatsächlich, wie gesagt, eine ganz klassische Shuffle, wurde in Virginia aus der Scheune gezogen und sieht original so aus. Also sie sieht aus wie, also die sieht furchtbar aus. Die hat Beulen, die hat Rost, der Lack ist runter und die ist genauso konserviert. Die wurde technisch jetzt überarbeitet. Er steht jetzt gerade kurz vor der Zulassung der offiziellen und das ist auch noch so ein Riesenthema für das Ding. Aber damit fetzt die schon, absolut. Aber du hast recht, also auch bei mir ist es so, Harley ist so ein, weiß nicht warum, so ein spezifisches Thema. Ich glaube, da sind so bestimmte Leute, die du im Kopf hast und du denkst immer so, tatsächlich so ein bisschen so, willst du dazugehören oder nicht und kannst du dich genug frei machen davon, zu sagen, ist mir doch egal, diese MC-Shopper am Wochenende, wie du sagst, die kennt man ja, die Typen, diese Wochenend-Harley-Typen. Ja, aber ja, ich hab mal über einen Porsche 911 habe ich gesagt, der 911er ist eigentlich ein feiner Kerl, er hat nur die falschen Freunde.
Und, das trifft vielleicht da auch ganz gut. Das kannst du bei Harley auch sagen. Ja, mach's für dich. Also, ja, absolut. Ja. Aber das gilt ja für alle Sachen. Also, wenn jemand sagt, was soll denn das jetzt mit der Harley, kannst du sagen, was soll denn das jetzt mit dem Flugzeug da hinten? Ne? Kannst du nicht. Du, das ist ja, ich sag mal, so bunt wie deine Garage ist. Und ich glaube, da liegt ja auch der Spaß drin. Also auch das zu erfahren, also auch dieses Feeling zu erfahren, zu sagen, okay, geh mal darüber hinweg und probier den Ofen mal. Tatsächlich ist es so, dass gerade diese Battle, was wir vorhin angesprochen haben, Triumph und Harley, ist eigentlich mega spannend. Weil die schweren Harleys sind damals in den USA gefahren. Warum wurde Triumph so erfolgreich? Die haben halt leistungsstarke Maschinen geliefert, aber in einem halb so schweren Rahmen mit halb so vielen Teilen. Und in Wirklichkeit, deswegen siehst du in The Wild One auch dieses Ding, was haben die mit den Dingern gemacht? Die sind um die Harleys Achten rumgefahren und haben sich totgelacht, wie lahm du auf dieser Harley damals rumgetuckelt bist. Ja. Aber Triumph hatte ja einen riesen Markt in Amerika und Bud Aikens, der dann später ja auch hier Tuner und so war, da schließt sich ja auch ein Kreis. Und so. Das ist ja, ist ja Quatsch zu sagen, das gehört nur nach England. Willst du den begreifen, musst du dich halt zwangsläufig doch mal leider auf eine Harley setzen. Mein Gott, das zerreißt mir von der Geschichte. Aber irgendwie kriegen wir es langsam zusammen. Wir haben Stearmans dabei, wir haben Harleys dabei. Wir haben die alten Geschichten dabei. Wir haben eine Corvette. Wir haben eine Corvette dabei, die wir auch noch zeigen könnten, wenn wir wollten. Ja, ich bin sogar auch endlich beim Vorkrieg angekommen. Ich habe jetzt einen 30er Ford. Das ist doch wirklich so. Das ist der Konkurrent. Mein 30er Chevy. Und interessant ist, dass die Geschichte zwischen Ford Model A und Chevy, wusstest du das, dass das Chevy da mit dem großen Angriff gestartet hatte, Ford, er hatte dann tatsächlich auch zwischenzeitlich die Nase vorn, sollte es ja bis zum Ende des Jahrhunderts in den Produktionszahlen noch haben. Und ich habe gerade tatsächlich ein Chevy Universal AD gekauft, in einem herrlichen Patina-Zustand. Also jetzt nicht wie bei dir so Hot Rod nach unten gelegt, sondern und motormäßig tatsächlich der Sechszylinder Stovebolt-Motor drin. Aber ein mega Auto. Und wenn man den wieder begreift, so im Kontext zum Ford Model A, absolut. Dann verstehst du die Geschichte. Was ich wie spannend, weiter der war. Genau, was ich spannend im Vorkriegsbereich, ich weiß nicht, wie es dir geht bei der Nummer, aber ist für mich so, wenn du mit einem 50er, 60er, 70er Jahre Auto in hier und jetzt fährst, in 2021, dann kommt es mir so vor, du nimmst dieses Auto mit nach heute. Wenn du in einem 30er-Jahre-Auto sitzt, kommt es mir so vor, als wenn mich der Wagen in die 30er mitnimmt. Und ich habe nur noch das kleine Gefühl, dass draußen irgendwelche Typen in Whisky-Kisten rumschmuggeln, alle mit Schiebermütze auf und rennen da los und machen irgendwelchen Blödsinn. Also das ist das Spannende, wo das Auto, dass das Auto dich da mehr packt und mehr in die Zeitreise zurücknimmt, während du in den neuen, also in den moderneren Oldtimern eher mit dem Ding hier und jetzt fährst. Ja, da hast du recht. Das passiert, je älter du zurückgehst mit Baujahren, umso mehr zieht dich das da rein. Das stimmt in der Tat, weil ich habe jetzt auch irgendwie so ein Roadrunner aus den 70ern. Das ist irgendwie so, ja, ist halt ein altes Auto, fahre ich so im Verkehr mit. Aber mit Model A bist du halt auch einfach ganz woanders. Ja. Und das gilt ja, um nochmal auf das schöne Flugzeug, was ich die ganze Zeit im Hintergrund sehe, zurückzukommen. Das gilt ja dafür genauso. Wenn ich jetzt mit einer relativ modernen Cessna fliege, ohne dass ich jetzt die Erfahrung habe, ist das wahrscheinlich auch eher, oh toll, ich fliege. Aber mit dem Ding, wo bin ich denn da? Da bin ich da hier bei Väter der Klamotte im Schwarz-Weiß-Film oder bin irgendwo im Dschungel und transportiere Kokain durch die Gegend. Ich bin im Ersten Weltkrieg, keine Ahnung. Na gut, der ist jetzt 40er Jahre. Ja. Aber würdest du das sagen, dass eigentlich je älter die Autos, umso mehr assimilierst du dich auch mit der Zeit? Oder? Ja, glaube ich. Also der Chevy ist gerade das beste Beispiel dafür. Also ich habe den noch nicht auf der Straße jetzt letztendlich. Der steht gerade auch noch in der Werkstatt. Wir sind damit mal zwei Runden gefahren. Und dann fährst du abends, du machst die 6-Volt-Scheinwerfer an. Du kommst hier wirklich sofort vor wie in so einem Film aus der Prohibitionszeit. Und ich würde schon sagen, das ist halt ein ganz anderes Autofahren. Es ist halt wirklich das absolut pure. Da ist auch ein bisschen was anders als in den Kisten von heute. Also ein normaler Mensch kann da gar nicht so schnell einsteigen und sagen, okay, komm, klar. Finde ich auch schon wieder witzig, dass du da auch ein bisschen umdenken musst teilweise. Oder unsynchronisierte Getriebe. Großer Spaß. Moment, wie war das nochmal? Ja, Zwischengas hat jeder mal gehört, aber das jetzt live zu machen, denkst du im Kopf tatsächlich nach irgendwie gefühlt 30, 40 Jahren Autofahren, kommst du hier vorne und denkst, warte mal, kurz umschalten, ach so, ja, alles klar, macht einen Mordsgaudi und kann ich nur empfehlen. Ich glaube auch tatsächlich, und das ist das Witzige, weil ich sehe, ich schaue gerade um mich rum und ich sehe, dass Vorkrieg noch lange nicht tot ist, was immer alle so beschreien, Vorkrieg ist tot und wollen die Leute nicht mehr, totaler Blödsinn. Ich glaube, die richtigen Freaks wird es immer geben und die richtigen Leute, die sagen, du, ich brauche mal was ganz anderes und die wollen mehr zurück in die Zeit, die werden sich immer so für so eine Kiste begeistern können. Mich hat mal einer gefragt, wenn du bis an dein Lebensende nur noch ein einziges Auto fahren dürftest, was müsste das sein? Und da habe ich irgendwie Kompressor Bentley gesagt. oder kann auch 4,5 Liter sein. Ja, weil Riesenauto, archaisch,
reparierbar und kaputtbar. Und da kannst du auch, ich meine, die Bentley Boys, die fahren ja auch bei jedem Wetter. Und also da geht es irgendwie hin, weil ich habe mal dann zu dem Typen gesagt, so, naja, es wurde ja auch seit den 50ern jetzt nichts mehr erfunden technisch und dann motorentechnisch. Und dann hat er mich fast angeschrien und meinte, seit den 30ern ist nichts mehr erfunden worden, was mich geflasht hat. Das fand ich schon gut. Also ist alles da, was wir brauchen, um uns fortzubewegen und Spaß zu haben. Also ich habe in einem AWOS-Rennprogramm mal eine coole Story gelesen und da ging es auch darum, dass man meinte, naja, theoretisch in den 50ern, aus den 50er Jahren, ist Rennsport noch zeitgemäß? Fragezeichen. Und dann kam die Antwort so, hey, wir sind eigentlich durchentwickelt, Auto ist fertig, da gibt es eigentlich auch nichts mehr groß zu erfinden. Und da könnte man das jetzt mit dem Rennsport auch langsam mal lassen. Und dann kommt natürlich noch eine Gegenperspektive und die sagt, na, das ist nicht ganz so. Mhm. Aber tatsächlich haben die 30er viel vorgebracht. Zum Beispiel bei dem Chevy wieder interessant, kein Flathead-Motor mehr, sondern ein Sechszylinder mit hängenden Wänden. Ventilen, also hochmodern, den Motor hat Chevy bis ich glaube sogar, der Grundmotor wurde bis 2001 gebaut, einer der ältesten Motoren, der überhaupt gerannt ist, natürlich mit ein paar Modifikationen. Und bei Chevy, glaube ich, gab es erst 57 oder 55, ich weiß nicht genau, gab es erst die zweite Motorvariante und die war dann tatsächlich ein V8. Und bis dahin konnte man genau einen Motor aussuchen und zwar den. Muss ich mir mal angucken. Also ich habe ja tatsächlich in meinem Hot Rod einen 327er Chevy drin. Der hätte 1965 so gebaut werden können. Ja. Ist aber ein relativ moderner Motor. Also die Charakteristik der Motor ist dadurch natürlich ein bisschen weg. Im Vergleich zum Vorbanger oder einem Flathead oder einem schönen reinen Achtzylinder oder Sechszylinder, was es da gab. Ich finde, das hat alles gut. Das ist ja das Problem. Also ich brauche jetzt auch irgendwie noch einen Roadster mit einem Sechszylinder oder mit einem Flathead drin. Aber eigentlich geht es ja immer um das Gleiche. Du willst ja was spüren beim Fahren. Also das ist auf dem Wasser, am Lenkrad, in der Luft immer dasselbe. Das muss halt ballern. Also das, was du mit Rennsport sagst, klar kann man jetzt Formel E Rennsport machen, aber warum sind denn die Veranstaltungen mit 30er-Jahre-Fahrzeugen ausgebucht? Ja. So, da kommen Flugzeuge von oben, alte Holzboote werden wieder restauriert, Riva hat einen neuen Schub gekriegt oder Bösch. Und die Autos kommen auf die Straße und die Youngster holen sich irgendwelche Motorräder aus den 50ern, was für die auch ewig weit weg ist. Also ich finde das gerade extrem spannend. Also ich fand zum Beispiel, weil du sagst Formel E, ich war hier in Berlin im Tempelhof für eine Formel E-Rennen, muss ehrlich sagen, wenn ich da keinen Zugang zum Fahrerlager gehabt hätte, dann wäre es für mich ein grausamer Tag gewesen auf dem Flugfeld, weil also selbst meine vierjährige Tochter saß mega gelangweilt da, das ist überhaupt nicht böse, aber das ist natürlich, die Zeiten haben sich verändert. Jetzt sagen die natürlich, wir haben unfassbare Zuschauerzahlen vor den Endgeräten, ja, aber dieses Live-Feeling auf der Strecke geht schon ein bisschen verloren. Das ist auch das, was man bei der Arbus eigentlich gesehen hat, dass du konntest kontinuierlich mit den Jahren gingen die Zuschauerzahlen so ein bisschen runter. Aber warum? Weil natürlich auch extrem viel reguliert wurde, weil es extrem viel um Kohle ging, weil extrem viel Nullarien einkommen. Du hast die ganzen Sponsor, du hast die VIP-Pakete dabei und das toucht doch keinen mehr. Ich meine, das machst du mal mit, ist mal ganz witzig, aber irgendwie, das passt überhaupt nicht mehr in die Zeit. Also ich finde schon, dass diese klassischen Sachen einfach, die erfreuen das Herz, die machen Freude, die riechen, die nerven, die sind gefährlich vielleicht noch im ersten Step. Ja. Und diese Formel... Diese Sachen, die quietschen halt die Autos, wobei so unheimlich schwer waren. Da war Nico Rosberg dabei. Das war nett und alles, aber irgendwie so ein Touchdown, so nicht mehr. Da musst du auch erst. Wenn man mal so auf dem Bratzeltag ist, ne? Ja. Hier, Technikmuseum, wo die ganzen Dinge angeschmissen werden. Durfte ich auch mal einen Roadster fahren mit einem 42 Liter Bentley aus dem Motor, aus dem Landungsboot, ein Motor. Ja. Und die Flugzeuge, die da rumstehen. Und da sind kleine Kinder, die haben leuchtende Augen. Also der Mensch ist ja so. Der Mensch ist ja analog, auch wenn wir jetzt alles digital machen. Ja. Also was spannend dabei ist, du bist ja auch Papa. Und ich weiß nicht, bei dir wird es nicht anders sein. Das ist natürlich auch irgendwie ein Erziehungsfaktor. Aber ich lache mich schon tot, weil ich mit meiner Tochter im Auto fahre und die erklärt mir genau, welches Auto cool und welches genau nicht cool ist. Und ich kann dir eins sagen, die erzählt mir bei 90% der Autos, dass die nicht cool sind. Und wenn dann irgendwo mal ein alter Wagen dazwischen ist, der muss auch gar nicht so super alt sein, der kann auch aus den 80ern sein, da guckt die sofort und sagt, Papa, der ist cool. Genau. Es geht ja um ästhetisches Empfinden. Genau, so, das ist das andere. Das haben die von alleine drin. Das ist gar nicht, dass wir lernen mussten, sondern haben die von allein. Und das sagt eigentlich viel über das Ganze aus, wie wir alle ticken. So Jungs, die alten Männer hören jetzt auf. Wir müssen jetzt weitergeben zu Thorsten Sentes. Apropos coole Autos. Thorsten Sentes möchte uns noch was vorstellen. Und zwar eine relativ verrückte Sache. Also ich habe einen Bezug zu dem Auto, weil ich damals den von Faller hatte, den Porsche 904. Den gibt es jetzt als geschickten Nachbau. Thorsten, erzähl uns was dafür und
Steig ein, Helge. Ja, servus. Ich habe hier den Erbauer des S-Tech GTS vor mir. Das ist Alexander Schäferhoff. Hi zusammen. Tag. Servus. Und ich schalte mal wieder um auf die Außenkamera quasi. Und Alex, erzähl mal was. Ich gehe mal mit dir um das Auto herum. Also das ist der S-Tech GTS. Das ist eine Hommage an den Porsche 904. Basiert auf einem Porsche Boxster 986. Hat moderne Technik oder relativ moderne Technik. Zylinder Boxer, wichtig ist, 906. 3,4 Litern und 300 PS. Gibt es aber auch mit ja, bis zu 4,1 Liter. Bei Achsenbremsen bewegen wir uns im. Vernünftige Fahrleistungen vorhanden sind. Wir gucken mal rein. Geiles Projekt, muss ich sagen. Wie viel ist denn noch vom Originalwagen da? Moment, Alex, wie viel ist vom Originalwagen noch da? Eigentlich nur das Chassis und wir nehmen so ein bisschen was von der Technik. Also Dachhaut und so ist... Da ist ja ein Cabrio. Wir machen dem dann eine Einschweißstelle rein, dass das Chassis auch vernünftig stabil wird. Thorsten wird das bestätigen können. Ja. Ich hatte sehr viel Spaß jetzt am, wann war ich bei dir? Dienstag, glaube ich. Fährt sich sehr, sehr, sehr schön. Wie gesagt, auch mit dem 996-Motor, 3,4 Liter. Hat er seine 300 PS. Was ist die höchste PS-Leistung, die ihr schon mal verbaut habt oder was ihr verbauen könnt? Was wir bisher gebaut haben, das größte war 380 PS. Ja. Auf Mittelmotorkonzept macht das natürlich echt eine Menge Spaß. Die ganze Karosserie ist dabei nicht aus GFK, sondern bei dem jetzt aus Kohlefaser gemacht. Und wir kommen da auf 1280 Kilo. Sind rund 100 Kilo weniger als der originale Boxster. Klassisches Design, finde ich gut. Jupp. Auch hinten Auspuffanlage. Ist, der Name ist viel zu modern für das Auto. Ich schmeiße ihn nochmal an, ich möchte ihn mal hören mit dem schönen Auspuff. Ja. Er macht das mal an, genau. Oder auch, wo wir jetzt eben hier auf dem Parkplatz gestanden haben, es kommen natürlich die Daumen hoch, weil das Auto auch wieder, es hat einen Lack natürlich aus dem 356er aus der Zeit. Das Grün, das sind wir. Also weil Drehzahl waren meine Kollegen hier gerade, die neben mir stehen, die das Auto traumhaft schön finden, sagt, ja, aber Drehzahl, ich sage, aber das war der 940 war ja auch ein 2-Liter-Sechszylinder, der brauchte ja auch Drehzahl, also passt das ja schon wieder historisch. Ja, ja. Bei dem Auto geht es darum, dass es wirklich doch klassisches Fahren vermittelt, gerade mit der Handschaltung. Man hat auch die Annehmlichkeiten von einem modernen Auto wie eine Klimaanlage, aber es ist immer noch ein Fahrauto. Genau. Das mit der Scheibe entlarvt ihn. Ja. Ja. Dass er da mal woanders ein anderes Dach hatte. Muss ja alles auch im Rahmen bleiben. Ja, klar. Ein Punkt, was möchtest du darüber sagen? Also die, so wie er jetzt hier steht, in der Ausstattung mit der Karosserie, da liegt man bei 120.000 Euro netto. Wir haben aber auch je nach Umbauaufwand nur einen Karosserieaufbau für die Porsche 986. Ja, ja. Ja, und man kann sich komplett individualisiert dabei austoben. Man sagt eben auch, welche Farbe, welcher Motor, welche Fahrwerkskomponenten, welche Innenausstattung. Das heißt also, hier kann man komplett als Kaufkunde entscheiden, wie man sich da sozusagen austoben möchte. Vom Grundkonzept bleibt es natürlich innen und außen Boxster. Auch da gibt es aber auch Möglichkeiten, dass man dort natürlich ein bisschen mehr an die klassischen Komponenten umbauen kann. Money Talks heißt es immer so schön. Man kann das also ihr macht auf Bestellung. Genau, man kann das auch vom Innenraum her noch rennsportmäßiger machen. Der ist jetzt sehr komfortabel ausgestattet mit dem Bentley-Leder. Das ist schon... Ja. Also... trotz Sonderkarosserie übernimmt Porsche noch die Werksgarantie, nehme ich an. Ja, klar. Es bleibt auch im Fahrzeugbrief ein Porsche und kein S-Tech, genau. Tatsächlich? Das bleibt drin wegen Fahrgestell, Motorisierung?
Genau, weil... Und da steht dann mit Sonderkarosserie drin. Ja, Modell steht dann S-Tec drin. Ja, okay. Der Hersteller ist Porsche mit der Fahrgestellnummer und Modell ist S-Tec. Und den unterhalten über Matching Numbers und Original. Also so ein Auto jetzt mal 30 Jahre weitergedacht, wird wahrscheinlich auch als historisch durchgehen, weil damals irgendein Geisteskranker den umgebaut hat. Danke. Man muss auch geisteskrank sein, genau. Ja, richtig. Aber in Hongkong ist ein Fahrzeug zugelassen, ne, Alexander. Dafür musste auch extra eine Firma in Hongkong zugelassen werden oder gegründet werden, weil die Hongkong-Chinesen, nenne ich das richtig, die brauchen halt eigene Zulassungsvorgaben und das kannst du halt nur machen, wenn du auch in Hongkong eine Firma zugelassen hast. Insofern ist der Wagen schon weltweit sozusagen im Fahrbetrieb unterwegs. Ja, ist schön geworden. Finde ich gut. Geiler Ansatz. Schön, danke schön. Also wichtig, dass man... Ist ja wie so ein Lola von vorne. Ja. Dass man da einen Stauraum hat. Ja. Also manche Kunden übertreiben es aber auch. Auch gerne. Und wer will heute schon mit dem originalen 904 in die Stadt fahren? Gerade die Berliner. Wolfgang Gieland, ist das ein Auto für dich? Ja, wir rätseln in der Tat gerade. Und ich habe ja vorhin gesagt, erlaubt ist, was gefällt. Und deswegen bin ich eigentlich dabei. Ob ich es mir persönlich holen würde, wahrscheinlich ist er für mich zu neu. Ja. Ich finde es zum Beispiel toll, dass es nicht die 500. Backdate-Variante vom 911er ist. Weil, wie ich schon mal gesagt habe, meine Backdate kostet wahnsinnig viel Geld, ohne danach Wert zu haben. Das ist zumindest noch eine erschwingliche Sache. Und ja, ob ich jetzt dafür meinen Boxer aus der ersten Serie geben würde, wird die Zeit zeigen. Aber zumindest ist es mal ein anderer Porsche-Ansatz. Naja, wenn du ihn mal aufs Dach gelegt hast, dann ist die Entscheidung ja leichter. Na gut, aber wenn ich meinen Boxer aufs Dach lege, dann treffe ich wahrscheinlich nicht mehr so viele Entscheidungen. Also dann wird es wahrscheinlich meine Frau dann tun, die wird dann eine Entscheidung treffen und sagen, ja, aber dann kann die sich ja die Farbe aussuchen. Ja. Die Farbe aussuchen, genau, die wird dann meine Lieblingsrotfarbe nehmen. Ja, cool. Ja, sehr schön. Von den Farbwahlen, da ist natürlich alles auf Kundenwunsch zu machen, das ist überhaupt kein Problem. Was für eine Farbe ist das jetzt hier? Das ist auch Auratiumgrün vom Porsche 356. Vom 356, das hätte ich jetzt da nicht einsortiert. Ja, gut. Ja. Ja. Auch in echt nochmal anders, als sie übers Video rüberkommt oder auf einem Foto. Ja. Ja. Und Volkswagen, sehr schön. Wann kommt ihr mal nach Hamburg oder mal nach Berlin zum Testen? Ja, machen wir. Habt ihr auf dem Flugplatz auch eine kleine Rundstrecke, die wir fahren können? Die werden wir dann auch haben. Also die wird jetzt gerade geplant und die war eigentlich schon für die ganzen Testfahrten geplant. Wir wollen ja so Airport Races machen, also auf so einem netten Niveau. Und die würde auch dazu passen. Ich weiß natürlich nicht, wie gut das Auto auf Gras fährt, weil wir haben hier eine Graslandebahn. Ganz klassisch Dirt-Track. Schon machen, genau. Sehr schön. Aber da passt auch in der Farbe gut rein. Ja. Tarnfarbe offenbar. Ja. Prima. Also, ja, das tolle Sache, danke. Hoffentlich haben wir dieses Jahr noch die Möglichkeit, mal auf ein paar Fahrveranstaltungen dabei zu sein, dass sich viele Leute auch mal persönlich von dem Wagen überzeugen können. Und da schon mal schönen Dank, dass wir das Fahrzeug bei euch vorstellen durften. Großartig. Gerne. Danke. Es ist auch herzlich eingeladen, der mal in der Nähe ist. Kommt vorbei, dreht eine Runde, zeigt euch alles. Einsteigen, gegenlenken. Sehr schön. Also wir warten dich ja in Berlin auch mal, dass du mal zu uns kommst und es mal hier zeigst. Ne? Das war dann wirklich. Mache ich gerne. Ja. Muss man mal pöbeln und zerreißen können. Genau. So, was machen wir heute noch? Also wir sind gleich fertig. Ich fahre jetzt gleich mit meinem Lieblingsauto nach Hause. Ich hoffe, man kann ihn sehen. Ich habe gehofft, du fliegst nach Hause. Nein, bitte. Das noch nicht, aber ich habe hier diese schöne Corvette dabei. Handgeschaltet ist immer noch so meine Sache, die ich gerne mag. Was ganz original ist, ein schönes Auto aus New York, nicht restauriert, nicht gemacht. Herrliche Stahlfelgen, nicht höher, nicht tiefer, nicht breiter, nicht teurer. Also alles genauso, wie es ist. Das ist so mein Herz im Moment. Und toll. Sonst freue ich mich auf alle Sachen, die auf dem Flugplatz hier passieren. Also ruhig mal auf die Seite gehen, viele Veranstaltungen, nette Menschen und dann haben wir es für heute, oder? Nein, 3 Minuten haben wir noch. Schlusswort von. Es kommen auch ein paar Fragen rein. So, wie sieht es mit eurer Nachwuchsgewinnung aus zum Beispiel? Welche Frage? Ja, geht wahrscheinlich an dich, Chris, aber wie sieht es mit eurer Nachwuchsgewinnung aus? Also habt ihr Veranstaltungen, wo man reinschnuppern kann? Du hast es ja vorhin eigentlich auch schon gesagt. Aber nochmal kurz. Ich nochmal den Alex dazu, weil Alex hat
weil ich auch ein 5-jähriges Kind noch habe, eine Tochter. Alex hat einen ganz tollen Spielplatz gebaut. Erzähl mal was darüber, so eine Nachwuchsgewinnung. Nachwuchsgewinnung, ja. Ich habe auch 2 kleine Jungs, 3 und 6 Jahre, und die sind unheimlich gern auf dem Flugplatz. Und wenn es da noch einen 100 Quadratmeter Sandkasten gibt, umso mehr. Sehr schön. Alles da. Kleiner Nachwuchs, der ist hier gern gesehen, kann hier Fahrrad fahren, spielen, am Lagerfeuer sitzen und so weiter. Und der größere Nachwuchs, ab 14 Jahren darf man Segelfliegen anfangen. Ja. Und da gibt es auch Reiseflugs, habe ich gelesen. Genau. Oder? Wir machen einmal im Jahr immer so eine Segelflugwoche hier. Da kann man auch vorbeikommen. Das ist im Juli dieses Jahr. Und ab 14 Jahre darf man anfangen mit Segelfliegen. Ab 16 Jahre darf man anfangen mit Motorfliegen. Und das macht dann auch den Jüngeren Spaß. Großartig. Ich sehe schon, wenn die Automobilgeschichte mal zu Ende gespielt ist, dann gibt es keinen Weg daran vorbei, in so einen Oldtimer-Flieger zu steigen. Okay. Ja, haben wir es geschafft, eine Stunde wirklich fast zu wenig tolle Einblicke zu kriegen bei euch. Also hat mich ja persönlich auch interessiert, dass Benzingespräche und Kerosingespräche eigentlich schon sehr ähnlich sind. Und es muss ja irgendwie immer weitergehen. Und ich glaube, da ist noch gar nicht alles zu Ende erzählt, was die Fliegerei angeht. Also ich werde mir das mal angucken. Ich kann es euch auch empfehlen, ne, wer hier alles dabei war. Guckt euch Quax, den Bruchpiloten, und seine Bande an bei Berlin. ja, ich gehe jetzt gleich mal auf eBay und guck mal, was der Markt an Flugzeugen zu bieten hat. Genau, was für eine Plattform? Wo kann man Flugzeuge kaufen? Googeln. Trade a plane. Also wenn man gibt Oldtimer Flugzeug for sale oder Vintage Plane for Sale, dann findet man ganz, ganz viel. Okay. Ich bin froh, dass ihr nicht gleich eine Kaufempfehlung aussprecht. Ich bin noch nicht so weit. Aber ich freue mich, das mal in live zu sehen. Wenn es flugfähig ist und nicht zu teuer wird, um es flugfähig zu machen, vorher uns fragen. Alles klar. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich klicke mich hier an dieser Stelle mal aus. Und an alle Zuschauer, danke, dass ihr hier wart. Und Christopher, danke für das bunte Portfolio, was du hier von deinem Spielplatz gezeigt hast. Wir machen weiter. Das ist mein neuer Spielplatz. Ich bin wahnsinnig gerne hier und das hilft mir sehr nach 10 Jahren in der Klassik-Remise. Sehr schön. Ich weiß, was du meinst. Danke, Helga. Ciao, ciao. Super. Danke. Tschüss. Ciao.